Wie siehst du denn aus? Ey, ganz ehrlich, du siehst ein bisschen strange aus, Alter. Leute, willkommen zum neuen Video von Wobbly Life. Und wenn ihr auch so cool wie ich aussehen wollt mit dem coolen Planetenkopf, dann bleibt auf jeden Fall dran, euch jetzt, wer ihn freischaltet. Weil viele haben mich gefragt, ey, Pommes, Kuku, wie kriegst du den Kopf? Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich zeige es euch jetzt in dem Video. Wir fragen erstmal kurz die Wobblies, wie sie meinen Kopf so finden. Let's go. So, wir starten jetzt mit der Umfrage, wie die Wobbly meinen neuen Kopf so finden. Gucken wir mal, was die für Feedback für mich haben. Let's go. Ey, yo, findest du meinen Kopf? Wie siehst du denn aus? Okay, das war jetzt nicht, was ich erwartet habe. Hallo, nette junge Dame, finden Sie denn meinen Kopf so? Sieht voll komisch aus. Okay, sag mal, bin ich hier im falschen Film oder finden hier alle meinen Kopf zu komisch? Hi, ist noch eine Frau. Hallo, wie finden Sie meinen coolen Planeten, meinen Erdekopf? Ganz ehrlich, du siehst ein bisschen strange aus, Alter. Was? Leute, die Wobblies mögen mich alle nicht. Oh Mann. Jetzt sage ich trotzdem jetzt einmal, den Kopf freischaltet oder die Weltkugel. Oh. Leute, bis gleich. So Leute, let's go, bin ich auf meinem Account wieder am Start und wir holen uns jetzt einmal, ja, den Weltkugelkopf oder den Erdenkopf oder wie es auch immer heißt. Und let's go, würde ich sagen, das heißt, wir müssten jetzt einmal ganz kurz, zum Eisberg nochmal nach oben. Werden wir hier kurz mal eine schnellere Karre nehmen, genau, hinten war ja ein Autospawn. Erstmal andere Karre, schnappt hier erstmal hier ein bisschen, ich hab ja gar nichts. Boah, ich bin so lost, ey. Ich hab hier einen neuen Account, Leute. Ich hab hier gar nichts drauf. Ich wollte euch zeigen, wie das dann aussieht mit Unlock und so weiter. Oh, Mann. Ich fahr jetzt mal ganz fix kurz zum Rocket Car, hol mir kurz aus Rocket Car am Start, Leute. Also, wir müssen zum Eisberg an den schönen sonnigen Wetter hier und zeige jetzt, wie ihr diesen Erdenkopf einmal freischalt bekommt. Eigentlich ganz easy, ganz simpel, aber ich habe davon viele Fragen bekommen, gehe alle Kommentare immer so durch und habe mir so ein paar Dinge aufgeschrieben, die noch nicht, nicht alle wissen, nur ein paar Leute hier beschäftigt auf meinem Kanal. Und den komme ich sehr gerne nach und da machen wir jetzt kurz mal, oh bitte, ja danke. Ist mal cool, Wobbly Life, egal wie die Autos fallen oder fahren, auf dem Berg runterfallen, ihr landet immer wieder auf den Rädern, das heißt, ihr müsst das Auto meistens nicht, zu 90% nicht irgendwie verlassen oder so. So, kurz mal Rocket Car, Leute. Das heißt, wir müssten jetzt einmal zum Eisberg hoch. Das hier oben, wie dieses geheime Tor hier. Da müssen wir jetzt einmal hin. Und dann fahren wir jetzt einmal hin. Ah, nehmen wir Rocket Car freischalten. Easy peasy, Leute. Genau. So, Leute. Ansonsten, falls das Video gefällt, lasst auf jeden Fall ein Abo und ein Like am Start. Wird auf jeden Fall helfen, um den Kanal weiter zum Wachsen zu bringen. Wie gesagt, werde auch die nächsten kommenden Tage nochmal. Ich hoffe erstmal auf das Update, erstmal allererstens, dass wir ein neues Update bekommen, dass ich ein paar neue Sachen euch zeigen kann. Ansonsten werde ich euch nochmal in verkürzter Form das Ghost Pad und das UFO-Secret nochmal zeigen, Leute. Damit ihr auch genau nochmal das schneller nachzocken könnt als unsere ersten Videos. Weil das UFO-Video hat große Beliebtheit bekommen auf meinem Kanal. Und ich würde es für die Leute einfach ein bisschen so als Speedrun ein bisschen kürzer machen für euch. Damit ihr das schneller freischalten könnt. Cool, ne? So, ansonsten fahren wir jetzt kurz den Rocket Car mal hoch hier, dass wir einmal auf dem Eisberg sind. Müssen nur gucken, dass wir nicht richtig... Hier müssen wir einmal hoch, genau. Wir müssen ja aufpassen, dass nicht in die Bobbahn wieder reinkommen, Leute. Weil die Bobbahn ist immer extrem gefährlich. Da kommt man irgendwie mal schlecht raus. Deswegen immer aufpassen. Machst so wie ich so ein bisschen und... ja. Los. Mit dem Rocket Car kommt man hier manchmal noch raus, manchmal auch nicht. Man kann hier einfach so mitfahren. Ja, perfekt. Ich glaube, ich habe den umständlichsten Weg der Welt genommen, aber ist egal. Wir sind auf jeden Fall da, Leute. Mann! Ey, Wobbly. Okay. So, jetzt sind wir am Start, wenn wir nicht runterfallen. Genau. Das heißt, habt ihr einfach mal den Weg gesehen, wie ihr einfach hier hochkommt. Könnte ich auch einen Helikopter nehmen oder sowas. Mir gerade eingefallen. Aber egal, wir fahren jetzt einfach hier zum großen Tor und zwar hier hin. Und dort müsst ihr einmal reingehen. Und dort gibt es nämlich den Shrinking Room. Dort gibt es den Weltkugel-Head sozusagen. Gehen wir kurz mal rein. Und gehen hier einfach hin. Leute, das heißt hier oben, also einfach den Eisberg irgendwie hochfahren mit Hubschrauber, irgendwas. Einfach hier hin, zack, seid ihr da. Und dann gehen wir jetzt einmal runter, die gute Stube hier. So, runter hier, danke. So, bitte warten. Bitte warten. Bitte warten. Lass hier runter hier. Genau, nicht vergessen, Höhle oder in so ein... Ach ja, ich war das erste Mal heute hier. Lasst mich in Ruhe, ich schwöre kurz mal durch, Leute. Ja, ich weiß, ich habe noch kein UFO, danke für die Info. So, Leute, das heißt, wir gehen jetzt einmal hier rein, direkt geradezu zum Shrinking Room. Der ist nämlich hier rechts in der grünen Box, der wird mich auch gleich mal voll labern. Ja, moin. Ja, ich möchte nichts, lasst mich in Ruhe. Ich weiß, ich trigger durch, für euch. So,
Perfekt. So, das heißt, einmal Knopf drücken, geschrinkt. So. Bam, 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 bam. Ist immer übelst lustig. Ich hoffe, da kommen noch mehr an Shrinking-Sachen bereicht, weil es ja mal nur die, ja, diese Professoren suchen gleich, die wir gleich als Aufgabe halten werden. Aber es wäre super cool, wenn einfach noch mehr kommt. Ja, ich weiß, wir sollen helfen, wir sollen die 4 Professoren finden. Nächstes Mal, mein Freund, okay? So, Leute, das heißt, wir müssen jetzt nämlich, ich schnapp uns kurz mal das Auto hier, da oben hin. Da ist, wie seht ihr schon, da ist die Weltkugel, da oben ist sie schon, guck mal da oben. Da ist ja schon die Weltkugel, da ist sie. Das heißt, da müssen wir hin. Mal kurz das überschnelle Auto, nicht. So, genau, wir müssen jetzt einmal nämlich hier hin. Wir sind, glaube ich, hier mit dem Fahrstuhl gekommen, war das doch, oder? Kommt man hier mit dem Fahrstuhl? Ja, genau. Genau, einfach gerade zu durch, dann einfach hier ist so ein kleiner, cooler Fahrstuhl. Den könnt ihr einfach, ja, aus Bleistiften gebaut einfach mal hochfahren. So, ja, und ihr müsst natürlich hier ein kleines Secret machen. Ich glaube, die meisten haben einfach keinen Bock drauf gehabt oder einfach schlichtweg übersehen. Das heißt, hier ist schon die Weltkugel, Leute. Hier ist es schon mal am Start. Hier seht ihr das schon. Wunderschön. Das heißt, ihr dürft ja einmal hoch. Einmal so zack, zack. Den Bücherwahnsinn an Lineal entlang. Und weiter, weiter. Zap, drap. Und einmal hier. Zack. Seid ihr schon da? So, Leute, und das war's schon. Nein, Scherz. Das heißt, ihr müsst jetzt einmal die Weltkugel in Flammen bringen, sozusagen. Ganz, ganz wichtig. Genau, die Weltkugel ist es hier. Schaut mal, so sieht's mich hier aus. Das heißt, du musst jetzt einmal den heiligen Knopf hier, musst du einmal drücken, dann wird die Erde in Flammen aufgehen. Und dann müsst ihr hier euch Wasser nehmen und das Ganze löschen. Passt auf. Also, zack, zack. Kommt mal, es geht in Flammen aus. Müsst ihr euch hier so einen kleinen Löscher nehmen, so wie beim Feuerwehrjob. So ähnlich. Am besten bleibt er hinter der Brücke, also hinter dieser Veranda hier. So, da versuchen alles zu löschen. Das heißt, das Feuer ist mal unten, mal oben. Ist das so ein bisschen zielen. Aber es geht auf jeden Fall. Ah, aber mach dich so wie ich. Oh, Leute. Okay, ich gehe nochmal hoch. Ich glaube, der Job ist unendlich lang, glaube ich. Ihr müsst einfach mal hochgehen. Weil an manchen Sachen kommt ihr voll schlecht dran. Das ist ein bisschen strange gemacht. Aber auf jeden Fall müsst ihr, um den Hut zu bekommen, diesen Weltkugelhut, müsst ihr alle Flammen der Weltkugel löschen. Hier vorne kann man noch ein bisschen ran. Warte mal, guck mal hier. So, wir machen jetzt nochmal zack, zack. So, da oben ist was. Okay. Oder macht einfach stehen, dann geht auch, Leute. Ich habe den auch bisher nur einmal gemacht, den Job, und war froh, dass er dann fertig war. Oh, ich habe es nicht geschafft. Okay, nochmal. Kann man sich auch zwei nehmen? Ja, man kann doch zwei nehmen, Leute. Okay, komm, wir nehmen zwei auf einmal, würde ich sagen. Das macht sogar mehr Sinn. Ah, ich werde zwei haben, schnell, müssen keine Zeit verlieren. So. Müsste es eigentlich schneller gehen, rein theoretisch, dann müsste es doppelt so schnell gehen. Genau. Ja, guck mal, da einfach zwei. Das ist doch easy, guck mal. Ja, guck mal, zwei auf einmal, habt ihr doppelte Feuerpower hier. So sieht's aus hier, Leute, das macht Spaß. Ja, easy. Guck mal, hier oben, zack, zack, zack. So, da oben auch nochmal. Guck mal, da gehst du mich doppelt schnell und dann habt ihr schneller. Ja, so easy geht's, Leute. Unlock the Glowpad. Nice. Also einfach zwei Schnappen hier links, rechts in die Wobbly-Arme und dann könnt ihr... Warte mal, so. Eins, zwei. Und da habt ihr doppelte Feuerpower. Guck mal, da sieht's nämlich so aus. Und dann könnt ihr einfach mit doppelter Feuerkraft hier einmal alles löschen. Ist das nicht cool? Nice, oder? Das ist nice. So, Leute, habt ihr gerade die Weltkugel nochmal angemacht? Die könnt ihr jedes Mal wieder respawnen. Das könnt ihr also Job also mehrmals machen. Auf jeden Fall ist einfach, wenn ihr zwei auf einmal nimmt. Jetzt haben wir den Globalhead einmal freigeschaltet. Und ja, könnt ihr es gleich nochmal angucken auf meinem Account hier. Und lasst mal kurz gucken, ob ihr ihn noch umfärben kann. Ich glaube, den kommt man, man kann ja jeden Kopf ein bisschen umfärben. Komm, wir gucken mal kurz, Leute. Könnt ihr respawn machen, dann könnt ihr einfach direkt einmal hier unten beim Labor oder direkt einmal raus sozusagen. Hier, zack, zack. Ihr könnt da auch nochmal Respawn machen, seid direkt auch mal raus. Also habt ihr einfach ganz, ganz easy piece alles einmal zusammen. Das heißt, dann lasst mal kurz das Ganze anziehen. So, genau, Leute. Das heißt, dann fliegen wir ganz kurz mal zum Kleiderschrank. Hab leider noch kein Haus gekauft. Oder, ja, ich habe noch nicht so viel Geld gehabt. Deswegen müssen wir uns mal zum Mutterhaus nochmal. Und da ziehen wir kurz noch die Weltkugel an. Zeige ich kurz, wie es ein Inventar-Slot einmal aussieht. Das heißt, hier ist die Mall und hier ist mein Mutterhaus. Das schöne Gelbe da, guck mal. Ja, das ist wunderschön, das Haus. Wunderprächtig. Oh, nice. Bin ich gut gelandet. Cool.
Genau, so geht der Global Head, also dieser Erdenhut sozusagen. Easy peasy mit zweimal, weil viele haben, alleine schaffe ich es nicht und so weiter, haben viele gesagt, alleine kriege ich es nicht hin. Deswegen macht es einfach zusammen mit zwei Schläuchen auf einmal, wie ich es gerade gemacht habe. Dann geht es auf jeden Fall super cool. Und komm, wir fliegen jetzt kurz mal. Perfekt, der Flugzeug ist auch noch da. Dann fliegen wir jetzt ganz kurz mal. Also so wollte ich jetzt nicht fliegen. Aber auf jeden Fall. Komm, wir fahren jetzt kurz. Aua, Mann, ist ja gut jetzt. Ey, also manchmal ist es komisch hier, ne? So, komm, dann fahren wir kurz da zum Mall. Lass mal kurz gucken, wie der Erdenhut einmal ungefärbt einmal aussieht. So, komm, wir gehen nochmal rein. So, mal gucken, wie jetzt die Welt sieht das aus. Aua, man kann sich ja einfach einen schwarzen Kopf machen, wie das aussieht. Okay, das ist natürlich jetzt nicht cool, aber man kann den Kopf auf jeden Fall schwarz färben. Das ist schon mal nice. So, au, guck mal, blutrot kann man die machen. Alter, guck mal. Guck mal, die fahren alle einmal durch. Ey, das sieht cool aus hier. Warte mal, das hier. Warte mal. Das sah cool. Wie sieht das aus? Ah, das muss man schon hell lassen. Aber das gerade das helle Lila, das sieht cool aus, das hier. Ja, das ist nice, oder? Guck mal, ich alles so ein bisschen lila mache. Warte mal. Kriegt man das hin? Ich guck mal kurz. Dann haben wir hier alles volle Pulle und dann mehr lila so circa. Ja, das kriegt man schwer hin, ne, was einen anderen Farbdings hat. Aber es sieht nicht schlecht aus, sieht nicht schlecht aus. Das sehe ich ein bisschen komisch aus. Aber egal, Leute, guck mal, so sieht der Weltkugelhaut. Das ist ein ungefärbten Modus. Ja, das heißt, wenn ihr auch eine lustige Ideen habt, wie ihr das Ganze umfangen könnt, sagt auf jeden Fall Bescheid. Das haben wir hier einfach mal. Ach, guck mal, kann ich hier mal durchgucken. Hier, guck mal, jetzt bin ich in der Wobbly. Genau, das haben wir hier schön umgefärbt. Habt auch gesehen, wie wir den Global Head oder diesen Weltkugelkopf einfach bekommen. Easy peasy, Leute. Falls euch irgendwas fehlt an Zyklus, an Geheimnissen, sagt auf jeden Fall Bescheid, Leute. Ansonsten lasst ein Abo und ein Like am Start, weil coole Videos. Und bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ciao. Und nicht vergessen, ich habe hier oben eine schöne Playlist gemacht, hier oben. Alle Secrets auf einen Blick. Das ist alles, was mit Wobbly Live zu tun hat. Secrets, Geister-Secret, UFO-Secret, Jetpack-Secret, alle Secrets in einer Playlist. Könnt ihr einfach kurz mal durchgehen, ob ihr alle Secrets auch am Start habt für das kommende Update. Ich hoffe, es kommt morgen, aber wer weiß das schon. Kann noch in 1 Wochen kommen. Wir warten ab, Leute. Jetzt nochmal einen schönen Tag für euch und bis zum nächsten Mal. Ciao.